Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Folge 9. Wir haben das Bild in der letzten Folge untersucht und haben festgestellt, dass da jemand drauf war hier. Und jetzt wollen wir natürlich Charles zur Rede stellen und in den Club gehen. So, mal sehen, was er zu unserer Entschuldigung sagt. Einfach mal dorthin rennen. Person auf dem Bild. Ich habe dieses Bild an ihrer Wand gefunden. Wer sind die anderen Männer? Vor allem der Herr mit dem geschwollenen Auge. Hm? Ach, das ist der arme Mr. Allbit. Er starb vor 14 Jahren an Fieber auf einer Expedition nach Guatemala. Auf der Suche nach einem Tempel der Quiché. Doch es ging alles schief. Wir konnten den Tempel nicht betreten und die Expedition endete im Chaos. Das bin ich. Und das Sicarius. Und da ist Bernard Marley, ein weiteres Mitglied. Er ist auch hier, dort beim Podest. Er ist übrigens auch derjenige, der die schreckliche Statue gebaut hat. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Mr. Allbit war ein Mitglied. Wo ist seine Sammlung? Wenn ich das nur wüsste. Wir konnten sie nie finden. Der Fluch von Tikkun Umar existiert wirklich und hat die Teilnehmer einer Expedition befallen. Kein Fluch. Ich glaube nicht an Flüche. Sir Charles weiß von dem Fluch, er hatte die perfekte Gelegenheit für den Mord nicht gewusst. Sir Charles weiß nichts von einem Fluch, die Gelegenheit allein macht ihn nicht zum Mörder. Ja. Okay, interessant. Gut, dann würde ich mal dort hinten hin gehen. Haben wir noch etwas? Nein. Okay. Dann würde ich mal zu den Typen dort hinten hingehen, der auch bei der Expedition dabei war. Vielleicht weiß der ja noch etwas und der steht ja auch in direktem Zusammenhang mit der Statue. Will ich mal mit dem reden? Bernard Marley nehme ich an. Ich heiße Sherlock Holmes und muss Sie zu einer Expedition nach Guatemala befragen. Psst, nicht hier. Zu gefährlich. Nehmen Sie meine Karte. Besuchen Sie mich, dann können wir reden. Okay. Bernard Marley, Gießereidirektor. 8 Crab Street, London. Da gehen wir mal in die Crab Street. So. Die 8 wollen wir. Das ist die 4. Aber das ist Keaton Street. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Bin mir nicht sicher, aber das müsste die Straße sein, die leicht bergauf führt, ganz in der Nähe hier. Okay. Ich würde einfach mal nach links gehen hier. Ah, dort geht eine Straße leicht bergauf. Hier, Crab Street. Crab Street. Die 8.
das eine 8? Scheint so. Das sieht dann wie eine Gießerei auf jeden Fall aus. Oh, wow, was ist das denn? Ein Pferd. Pferd von Pedro Alvarado. Das war ein Conquistador, glaube ich. Pedro Alvarado, das hatten wir doch schon gelesen in Bezug des Maya-Kalenders, oder? Der Maya-Kultur. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ja, er ist in seinem Büro. Die Tür neben der Frauenstatue, doch in der Ecke der Werkstatt. Ein Bild von Tikkun Umar. Keine Oxidation. Dieser Metallarm war nie im Freien. Er gehört nicht zur Statue vom Bowls Club. Das ist ein recht moderner Mechanismus. Alle Teile sind von hoher Qualität. Seltsam, so etwas in einer Gießerei zu finden. Hier standen zwei große Kisten. Und die wurden weggebracht. Ein Ofen zum Metallschmelzen. Ja, ist schon ungefährlich. Hier wurde etwas Großes und Schweres bewegt. Zwei ins große Büro. Kisten, die in der Werkstatt standen. Sie wurden ins Büro von Bernard Marley gebracht. Die Kisten könnten vielleicht Teile der Statue von Tikkun Umar enthalten haben. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Schauen, ob hier hinten etwas ist. Bevor wir in das Büro gehen. Da ist eine Tür, da sind wir reingekommen. Gut, dann scheint hier nichts weiter zu sein. Dann gehe ich mal in das Büro. Mr. Holmes. Verzeihen Sie, dass ich so abrupt wegging. War kein sicherer Ort zum Reden. Hier ist es sicher? Ja, besser hier, nicht im Büro. Meine Gießerei ist gut geschützt. Ah, beruhigend. Okay, erstmal anschauen. Was wir da so finden. Schmutziger Kragen, nachlässig. Auf jeden Fall überall so Metall. Amulette. Schutzamulette. Das heißt, wahrscheinlich glaubt er fest an den Fluch. Und deswegen wollte er wahrscheinlich auch dort nicht reden. Brille. Oh wow. Haben wir jetzt nicht ganz so viel herausgefunden, nur dass er arbeitet und auf jeden Fall an den Fluch glaubt. Bernard Marley ist noch nicht ganz 45 Jahre alt. Er besitzt eine Gießerei und ist Mitglied des Archäologie-Clubs. Er ist nachlässig und lebt höchstwahrscheinlich alleine. Marley ist ein abergläubischer Mensch, was an den Schutzamuletten zu erkennen ist, die er trägt. Es ist offensichtlich, dass er viel Zeit am Schreibtisch verbringt und mit scharfen Gegenständen und Schmierölen arbeitet. Seine Arbeit erfordert eine hohe Konzentration. Er benötigt seine Brille für Feinarbeiten. Auch eine Person in diesem Fall wahrscheinlich. Interessant.
Kannten Sie das Opfer, Zacharias Greystoke? Ja, er war ein guter Freund. So ein gutes Karma. Bis gestern. Kennen Sie den kränklichen Mann da auf diesem Bild? Bei Jupiter. Orbit. Ja, das ist er. Der Arme fand in Guatemala den Tod. Eine schreckliche Krankheit machte ihm den Garaus. Waren Sie Freunde? Nein, aber er war ein aktives Mitglied und ein tapferer Mann. Zu tapfer. Man kann nicht gegen die Götter der Quiche kämpfen. Und die Expedition? Sie suchten einen Maya-Tempel? Ja, den Tempel von Tekun Uman. Eine von Charles' vielen dummen Ideen. Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft hielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Es war Tekun Umans Wirken. Wir alle spürten das. Orbits Zustand verschlechterte sich urplötzlich. Wir konnten nichts tun. Und jetzt, mit Zacharias Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren... Prophezeiungen sind zeitlos, auch im Jenseits. Es gibt kein Entkommen. Glaubte Greystoke an die Prophezeiung? Das ist keine Frage des Glaubens, verstehen Sie nicht? Zacharias meinte, dass wir den Fluch mit Hilfe des Kalenders stoppen könnten. Welch Irrsinn. Er hatte mir eine Nachricht geschickt. Er wollte mit mir zum Club und Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Aber sie gingen nicht. Ich wusste, dass Charles nicht einlenken würde. Aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tekun Uman ist viel zu mächtig. Also er war auf jeden Fall derjenige, den Zacharias erwähnt hatte in dem Schreiben. Ihr Verhältnis zu Charles Yellingham ist... nicht gut. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert ist auf seine Möchtegern-Karriere in der Politik. Er hat politische Ambitionen. Das ist noch untertrieben. Er will unbedingt ins House of Lords und versucht, durch den Club dorthin zu gelangen. Was auch der Grund für seine Management-Misserfolge ist. Und doch kann er immer Geld auftreiben, wie auch immer. Aha. Dafür gibt er also das ganze Geld aus. Was sagen Sie dazu, dass die Statue verschwunden ist? Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Aber Sie sind doch der Erbauer der Statue. Stimmt. Aber das war vor 10 Jahren. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Kann ich das nicht. Immerhin ist das die Statue, die für den Mord verantwortlich ist. Nein, es ist Tekun Uman. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand. Ich muss nun los, noch Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekun Uman. Leben Sie wohl. Marley verbirgt etwas in seinem Büro. Ich sollte heute Nacht einmal vorbeischauen. Heute Nacht? Zusammen mit Watson. Okay. Heute Nacht also. Der Tempel wurde nicht betreten. Charles und Bernard Marley haben ausgesagt, dass es den Teilnehmern an der Expedition nicht gelungen war, den Tempel von Tekun Uman zu betreten. Gut, gehen wir mal nach Hause und nehmen dann Watson mit, warten bis es Nacht wird und dann gehen wir wohl einbrechen. Sie ist bei Miss Alice und spielt Klavier. Sie hat mir nicht gehorcht. Nun, Holmes, ich wollte... Oh, sehen Sie. Der Postbote hat versehentlich einen Brief an Miss Alice hier abgeliefert. Ah, er hat 221b und 221c verwechselt. Wer denn, Watson? Brief analysieren. Ach, es tut mir leid, aber ich muss diesen Brief öffnen. Es tut ihm nicht leid.
Mal sehen, was drin steht. Alice, du hast es also getan. Du bist direkt neben ihm eingezogen. Das ist mutig. Er wird dich faszinieren, aber sei dennoch auf der Hut vor ihm. Ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass ich das Boot deines Vaters gefunden habe. Es ist zwar ziemlich beschädigt, aber noch fahrtauglich. Du kannst es benutzen, wenn du willst. Du sollst wissen, dass dein Vater wie dein Bruder für mich da war. Dass dein Vater wie ein Bruder für mich war. Wenn es etwas gibt, irgendetwas, womit ich dir helfen kann, lass mich bitte wissen. Ganz gleich was. Egal, welches Risiko damit verbunden sein mag. Mhm. Miss Alice ist wegen mir hierher gezogen. Ich muss so bald wie möglich ein Wörtchen mit ihr reden. Wahrscheinlich hat sie auch irgendetwas. So kann ich den Brief noch nicht zukleben. Verschließen. Hat sie auch irgendetwas, was geklärt werden muss, oder? Fertig. Oder will beschützt werden, vielleicht. Ich gehe kurz auf den Balkon, um frische Luft zu schnappen. Mein Analysetisch. Achso, hilfreich bei meiner Arbeit. Kurz auf den Balkon. Ich muss zuerst mit Miss Alice reden. Sie ist auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Wo war der? War der hier? Der war hier. Wollen Sie mir nicht verraten, warum Sie wirklich hier sind? Mr. Holmes, was soll diese Frage? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Da Sie meine Tochter gegen meinen Willen eingeladen haben, sind Sie das sehr wohl, finde ich. Sagte der Vater in aller Strenge. Mein Gott, ich habe ja fast schon Angst vor Ihnen. Sie schweigen also. Gut, sagen Sie, Kate, sie soll sofort nach Hause. Lassen Sie das arme Kind doch spielen. Diese Rücksichtslosigkeit, so nützlich, um unbequeme Wahrheiten zu vertuschen. Und gerade das wollen Sie ja. Was? Wir alle haben Geheimnisse. Sie, Aber keine Sorge, Mr. Holmes. Kate ist ein sensibles Kind und ich habe sie sehr gern. Alice, kommen Sie! Ich kann es! Sehen Sie? Sie sind wundervoll! Und sie hat mich wohl auch gern. Wir wollen doch nicht, dass sie ihr Geheimnis erfährt oder unglücklich ist. Ich muss jetzt wieder rein. Okay. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Im Laufe des Spiels. Ach, gut. Holmes. Es gibt da jemanden, der zur Beschreibung des Mannes auf dem Bild passt. Er geht regelmäßig ins Krankenhaus für tropische Krankheiten. Er heißt James Byron. Sind Sie sicher? Fantastisch. Und wir können ihn besuchen. Aber erst müssen Sie sich verkleiden, damit ich Sie als einen Kollegen vorstellen kann. Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Okay, ich wollte Ihnen eigentlich noch mitteilen, dass wir heute Nacht wohin müssen, aber ja gut. Dann verkleiden wir uns kurz und in der nächsten Folge gehen wir dann ins Krankenhaus. So. Wir sind so geheim. Ja. So. Jetzt sind wir doch gut umgezogen. Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.